Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem 1:2 Nachverlängerung verabschiedet sich das National dem erhobenen Hauptes von dieser Europameisterschaft. Gleich die Frage an Franco Foda. Ja, was sagst du zu diesem Spiel? Ja, sind alle enttäuscht, Spieler sind enttäuscht, weil wir ausgeschieden sind. Aber auf die Leistung über 120 Minuten kann die Mannschaft sehr, sehr stolz sein. Und ich glaube auch, das ganze Land Österreich kann auf dieses Nationalteam sehr, sehr stolz sein, weil sie haben hier Geschichte geschrieben, sind ins Achtelfinale gekommen. Und ja, wir haben gegen einen der EM-Favoriten, waren wir sogar auch knapp davor, das Viertelfinale noch zu erreichen. Und ja, unterm Strich haben wir zweimal nicht aufgepasst und sind so in Rückstand geraten. Aber trotz allem, auch nach dem 2:0 Rückstand, hat die Mannschaft immer an sich geglaubt, hat den Anschlusstreffer erzielt. Und ja, wir waren knapp dran, auch noch das 2:2 zu erzielen. Klar hat der Gegner dann auch die ein oder andere Kontersituation. Das ist normal, wenn man dann komplett öffnet. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf die Truppe und war außergewöhnliche gute Leistung. Und wir haben eine tolle EM gespielt. Liebe Kollegen, ich bitte um eure Fragen. Christian Hackl. Die Verbindung wird aufgebaut. Einen Moment bitte. Christian Hackl, hörst du uns? Wenn es mit dem Kollegen nicht funktioniert, bitte um weitere Fragen. Dann machen wir weiter mit Florian Haselmeier. Hallo. Ja, hallo, gratuliere zur Leistung. Wenn man sich die zweite Hälfte anschaut, wie viel besser kann die Mannschaft spielen und was kann man allgemein dann mitnehmen aus der Gesamtperformance bei dieser Euro? Es geht im September ja weiter. Ja, wir haben in der Halbzeit noch mal kurz die Taktik etwas verändert. Wir wollten noch kompakter stehen im Zentrum und dann die Umschaltmomente besser ausspielen. Und wir hatten ein super Positionsspiel. Der Gegner hatte keinen Zugriff auf unser Spiel. Sie standen dann sehr, sehr tief. Und ja, wir hatten eine gute Dynamik im Spiel, ein gutes Passspiel nach vorne. Defensiv waren wir eigentlich auch über weite Strecken sehr stabil, haben dem Gegner ja, bis auf 1-2 Situationen nicht so viel zugelassen. Also insofern war es ja insgesamt über 120 Minuten eine sehr reife Leistung. Und ja, die gilt es dann halt auch im September dann wieder zu bestätigen. Man sieht einfach, die Mannschaft war gierig. Wir hatten einen guten Teamgeist innerhalb der Mannschaft, sehr gute Stimmung. Guten Plan, gute Strategie und ja, jetzt gilt es einfach dann ab September dann uns dann wieder bestens vorzubereiten, weil wir wollen klar auch zur WM nach Katar. Christian Hackl, bitte. Christian, wir können dich leider nicht hören. Christoph Gastinger, bitte. Gratuliere auch von meiner Seite zu dieser Leistung und Vorstellung. Wie nah dran war man, Herr Teamchef, an diesem Wunder von Wembley und was hat letztlich genau dazu vielleicht noch gefehlt dann? Ja, nach 90 Minuten in der Pause waren wir alle davon überzeugt, dass wir ja, das italienische Nationalteam so weit haben, dass sie auch gespürt haben, dass wir ihnen Probleme bereiten. Und der Glaube war riesig, und aber so ist es halt. Auf diesem Niveau gegen eine Mannschaft, die ja mit zu den Favoriten gehört, die nutzen halt diese 1-2-Situation. Und ja, gerade auch beim ersten Tor haben wir nicht gut verteidigt. Das hätten wir verhindern können oder müssen, die Situation. Und ja, dann bist du natürlich im Rückstand. Du musst eigentlich dann noch mehr öffnen. Und das hat dann ja, den Italienern auch in die Karten gespielt. Sie konnten dann mit ihrem dynamischen, schnellen Umschaltspiel noch die eine oder andere Situation kreieren. Und auch das zweite Tor wäre vermeidbar gewesen. Aber so ist der Fußball. Tore fallen nach Fehlern. Trotzdem, was mich beeindruckt hat von den Spielern, war der Glaube, auch nach dem 2:0 nie aufzugeben. Haben dann noch einige Wechsel vorgenommen, sind all-in gegangen, haben das 2:1 erzielt. Und danach hatten wir noch 1-2 Möglichkeiten, um auch den Ausgleich zu erzielen. Und dann wäre es ins Elfmeterschießen gegangen. Und ja, dann hätte man gesehen, wie dann das Spiel ausgegangen wäre. Und ja,
60., 65. Minute haben wir ein Tor erzielt, war, glaube ich, knapp abseits. Wenn wir da in Führung gegangen, da bin ich der Überzeugung, hätten wir heute das Spiel als Sieger verlassen. Hubert Giegler. Ja, servus Franco, ich gratuliere auch ebenfalls zu dieser grandiosen Leistung. Wie kann man denn das Wechselbad der Gefühle eines Teamchefs in so einem dramatischen Match wiedergeben? Wie ist es denn da ergangen? Welche Hochs und Tiefs gibt es in so einem Spiel auch? Also eben ist das da angesprochen worden, dass das dann nicht gegeben wurde, wo man schon glaubt, man ist der großen Sensation nahe. Wie geht es einem da am Spielfeldrand als Teamchef? Ja, die Emotionalität nach dem Tor war riesengroß. Ich habe in der Situation überhaupt nicht daran gedacht, dass es auch noch einen Videoassistenten, Schiedsrichter gibt. Und dann wurde mir das erst bewusst. Und ja, der vierte Offizielle neben mir hat gesagt, ja, das Tor wird nochmal überprüft. Es kann sein, es war knapp abseits. Und ja, dann ist man auf einmal wieder enttäuscht, betrübt. Und so waren die unterschiedlichen emotionalen Geschichten einfach. Aber das gehört halt zum Fußball dazu. Ich bin für den VAR, weil ich schon immer betont habe, im Fußball muss Gerechtigkeit herrschen. Und ja, heute hat es uns getroffen. Es war knapp abseits und da muss man halt damit leben. Und am Schluss dann mit den Szenen in der Verlängerung zwischen Hoffnung, Bangen und so, wie geht's? Ja, wir haben immer daran geglaubt, auch nach dem 2-1 habe ich den Spielern immer gesagt, ruhig bleiben, wir haben noch Zeit, 5-6 Minuten. Und dann gab es noch die 1-2 guten Situationen. Wir waren super im Spiel, Mannschaft hat immer nach vorne gespielt. Wie gesagt, gutes Positionsspiel, wir hatten viel Tempo im Spiel, gute Dynamik, gute Ballstaffetten. Und schade, dass uns der Ausgleich nicht gelungen ist. Wäre, glaube ich, über 120 Minuten verdient gewesen. Und aber ja, hätte wenn und aber, wissen wir alle, gibt es im Fußball nicht. Trotzdem, Nation Österreich kann stolz darauf sein. Mannschaft hat sich hier toll präsentiert, hat das Land toll präsentiert. Und das sind auch positive Faktoren am Ende des Tages. Danke. Bitte. Andreas Felber. Dann zählt mich, Frank, auch von mir herzliche Gratulation an das gesamte Team. Wir wissen eh, dass die Reise jetzt leider zu Ende ist. Am 28. Mai hat dieser Lehrgang begonnen. Was nimmt ihr? Welchen Schritt hat dieses Team als Gesamtes mit dem ganzen Staff, mit dem Teamchef, mit den Spielern im Laufe dieses Lehrgangs bis heute gemacht? Was nimmt man da mit und was war das Auffälligste für dich? Boah, die 4 Wochen gingen so schnell rum, also es gab kein Lagerkoller, im Gegenteil, es hat sich so angefühlt, als ob wir erst eine Woche zusammen wären. Wir haben einfach den Lehrgang extrem gut durchgeplant, ja, mit Freizeitgestaltung, auch mit Teambuildingsmaßnahmen. Ich glaube, die Mannschaft, man hatte einfach auch viel, viel mehr Zeit für das gesamte Team. Die Stimmung war hervorragend vom ersten Tag an. Wir haben gemeinsam Ziele definiert. Wir haben die Mannschaft mit ins Boot genommen und sie hat sehr konzentriert, fokussiert vom ersten Tag an trainiert. Sie hatten das große Ziel vor Augen, auf jeden Fall mal viel, viel besser abzuschneiden als 2016. Wir wollten Geschichte schreiben. Das war so unser Motto, Geschichte schreiben. Und ich glaube, das ist uns auch eindrucksvoll gelungen. Und es war ein toller Lehrgang. Die Mannschaft ist extrem eng zusammengerückt. Und man hat einfach gesehen, dass wenn du einen guten Teamspirit hast, auch innerhalb der Mannschaft, dann kannst du dann auch solche Leistungen abrufen. Und ich habe immer betont, es ist wichtig einfach so, dass man, gerade wenn man so lange zusammen ist, ist es halt ganz wichtig, die Stimmung hochzuhalten und das ist uns perfekt gelungen. Wir haben gut durchgeplant, wenn man bedenkt, dass Italien eigentlich ja im letzten Spiel schon die komplette Mannschaft pausiert hat. Und wenn man dann sieht, wie unsere Jungs dann über 120 Minuten, sogar auch in der Verlängerung, noch dieses Tempo mitgehen konnte, war das schon sehr beeindruckend. Gibt es noch eine Nachfrage an dir oder ist alles beantwortet?
Ja, genau. Und der Schritt, den ihr jetzt gemacht habt, das würde mich interessieren. Der Schritt, wo ihr jetzt steht im Vergleich zum Frühjahr und was man da für den Herbst jetzt mitnehmen kann. Ja? Weil das Ziel war Geschichte schreiben. Und was ist das nächste Ziel, das man vielleicht auch gemeinsam definiert? Ja, man kann ja den Lehrgang im März jetzt nicht mit diesem Lehrgang vergleichen, weil das haben ja auch immer alle wieder vergessen, dass im März dann schon auch wichtige Spieler gefehlt haben. Und das habe ich damals auch schon gleich betont. Es gibt eben gewisse Spieler, die sind nicht zu ersetzen. Und das haben sie jetzt bei der EM auch eindrucksvoll gezeigt. Ja, und wenn die Mannschaft, wenn wir alle Spieler an Bord haben, habe ich auch immer betont, haben wir eine richtig gute Mannschaft. Und dann kann die Mannschaft auch richtig gut Fußball spielen. Und jetzt gilt es einfach, ja, diese ganze Energie, die ganze Kraft, die wir jetzt aus dieser EM rausgezogen haben oder mitgenommen haben, gilt es jetzt einfach weiterzumachen, fortzuführen. Und klar, wir haben jetzt keinen guten Start gehabt in der WM-Qualifikation, aber das war auch bei der EM-Qualifikation der Fall. Und jetzt müssen wir klar alles unternehmen, dass wir dann noch in eine gute Position kommen, und dazu benötigt es im September schon Siege. Ich glaube, jetzt haben die Kritiker mal 2, 3 Wochen Pause. Und danach dürfen Sie uns wieder kritisieren. Christian Hackl. Schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Schaut gut aus. Funktioniert es jetzt? Jetzt geht's. Jetzt hören wir dich perfekt, Christian. Ja, perfekt. Auch von meiner Seite Gratulation. Ich meine, so blöd es klingt, war diese grausliche Situation mit dieser Blase, dieser Abgeschottheit, vielleicht sogar ein Vorteil. Und dann, was wird dann morgen passieren? Ihr werdet nach Seefeld vor den Koffer packen. Mit welchem Gefühl wird das passieren? Also die Blase war kein Vorteil, weil wir haben trotz allem, wir haben uns in der Bubble bewegt, und trotzdem hatten wir so durchgeplant, dass es trotzdem noch Aktivitäten auch gab innerhalb der Mannschaft, wie gesagt, auch mit Teambuildingsmaßnahmen. Mir wäre es lieber gewesen ohne die ganze Covid-19-Geschichte. Vor allen Dingen hätten sich ja die Fans verdient gehabt, auch hier an diesem wunderbaren Spiel dann auch teilzunehmen. Es waren ja doch einige österreichische Fans da, aber ich denke mal, bei so einem Achtelfinalspiel hätten uns hier sicher 20.000 begleitet. Und so hatten wir heute auch wieder ein Auswärtsspiel. Es waren viele Italiener hier im Stadion. Und trotz allem, wie gesagt, wir haben eine schwierige Situation mit Covid-19. Wir haben keinen einzigen Fall gehabt in der Mannschaft. Alle haben ihr Bestes gegeben, das ganze Betreuerteam, Trainer, Staff. Vor allen Dingen die Spieler sind ja die Protagonisten. Sie haben hier eine tolle Leistung abgeliefert, und darauf kann ganz Österreich stolz sein. Und ab morgen fliegen wir wieder nach Innsbruck zurück. Und dann werden sich die Wege trennen. Die Spieler gehen wieder zu ihren, beziehungsweise erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Dann werden sie sich wieder gezielt auf die Meisterschaft vorbereiten. Und so ist es. Du scheidest dann aus und dann gehst du wieder auseinander. Trotz allem werden wir jetzt heute Abend noch gemütlich beisammen sein. Und ich habe das den Spielern schon direkt nach dem Spiel gesagt. Sie können stolz sein auf die Leistung, auch wenn wir ausgeschieden sind. Klar, wir wollten ins Viertelfinale, wollten vielleicht noch mal so eine kleine neue Geschichte schreiben. Es ist uns nicht gelungen, aber trotzdem können sie stolz sein auf das, was sie geleistet haben. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, liebe Kollegen, danke, Franco Foda. Danke auch euch für eure Begleitung im letzten Monat. Und wir sehen uns bald wieder. Kommt auch gut nach Hause. Dankeschön. Ja, schönen Abend. Tschüss.